Leute, es gibt einen neuen Makan. Ein Makan-Tee. Mir wurde schon mal gesagt und ich muss dann ein bisschen grinsen und schmunzeln, aber sie haben es tatsächlich gemacht. Und ich finde, hier ist eine Menge deutscher Humor drin. Ich habe den Presserelease hier von Porsche und hier steht, verglichen mit dem 2,9 Liter V6 Biturbomotor des Macan S und GTS, wirken beim Antrieb des Macan T 58,8 Kilogramm weniger auf die Vorderachse ein. Dies ermöglicht eine hohe Anfahrperformance und optimale Kurveneigenschaften. Jo, ich lasse das einfach mal so stehen. T kennen wir ja, die noch an luftgekühlten Porsches hin und her gefahren sind unter uns oder die sich für die alten Luftis interessieren, für die ist T das Synonym von dem kleinsten Motor im 911F-Modell. Gab es denn das erstmal wieder 2017 beim 901.2 und der war richtig geil. Da bekam eine Hinterachslenkung und die 918 Spider-Schalensitze. Dann kam der 718er, den bin ich ja auch schon selbst gefahren, ein Auto, auf was ich immer sehr schiele, wenn ich nach gebrauchten Fahrzeugen gucke. Da war es ein bisschen weniger besonders, war eine coole Aufstattungslinie, bekam aber auch die 918 Spider-Sitze, was wirklich genial ist. Und jetzt der Macan. Porsche schreibt ja von einem viertürigen Sportwagen. Es ist ein viertüriger Wagen, ja. Ich bin jetzt so ein bisschen ironisch immer bei diesem Video, weil ich mit dem Porsche Presserelease nicht ganz übereinstimme, wie man das Produkt vielleicht kommuniziert. An sich ist es tatsächlich gar nicht schlecht, dazu kommen wir jetzt gleich, wenn ich durch die ganzen Optionen mal gehe, weil es ist im Prinzip, könnt ihr euch das vorstellen, ist ähnlich wie eine Platinum Edition. Ihr bekommt eine Menge Sonderausstattung für einen rabattierten Preis, sodass ihr dann, wenn ihr den Macan mit derselben Ausstattung hättet, mehr zahlen würdet, als würdet ihr den Macan T nehmen. Und in diesem Video gucken wir jetzt, ob sich das lohnt und welche Ausstattung man dann tatsächlich noch braucht. Diesen Macan T ist es wie auch bei den anderen T-Modellen. Es gibt viele Achat-Grau-Metallic-Parts an den Autos, die entsprechend lackiert sind, wie zum Beispiel die Außenspiegel oder die Sideblades. Wir kriegen serienmäßig beispielsweise das Sport-Chrono-Paket dazu. Und wir haben auch ein sportlich abgestimmtes Fahrzeug, das 15 mm tiefer gelegt ist. Das ist wirklich eine ganze Menge, wenn man bei einem Macan ja doch eher davon ausgeht, dass man ein Offroad-fähiges Fahrzeug hat, was man natürlich mit einem Macan nicht macht. Das heißt, es ist ein bisschen steifer. Bin gespannt, wie das ist. Wir waren ja jetzt auch ein sehr erfolgreiches Video hier bei mir auf dem Kanal. Macan GTS dritte Generation gegen Macan Turbo zweite Generation. Und da war mir tatsächlich negativ aufgefallen, dass der GTS ein bisschen härter war. Und wir können auch dieses härtere Fahrwerk vom GTS in die Macan T nehmen. Das Luftfahrwerk, das ist nämlich auch um 10 mm tiefer gelegt. Ich nehme an, deswegen kam mir der GTS auch ein bisschen härter vor. Der normale Macan, aber auf seinen Stahlfedern, sind wir ja auch schon mal gefahren, damals im Oktober 2020, noch zweite Generation mit den Vierzylindern. War tatsächlich natürlich ein super Auto. Ja, klar, war jetzt nicht sportlich, aber mit den Vierzylindern bewegt er sich auch wunderbar. Ist ein super A nach B Auto, super schön von außen anzusehen, wirkt extrem hochwertig, wie man es von Porsche erwartet und reicht auch vollkommen aus im Macan. Gegen den Vierzylinder habe ich nichts einzuwenden. Jetzt wird das Ganze aber hier sehr sportlich erwähnt und von Porsche kommuniziert. Weiß ich nicht, ob man das so machen muss. Man könnte jetzt sogar noch das Porsche Torque Vectoring Plus dazu nehmen, was auch nochmal extra neu abgestimmt ist. Was natürlich aber jetzt bei einem Allradantrieb jetzt keinen Riesenunterschied macht, ob er mir jetzt an der Hinterachse das ein bisschen einbremst, damit das Fahrzeug noch ein bisschen krasser in die Kurve geht. Das macht ihr mit Macan nicht. Also das kann ich schon gleich sagen, brauchen wir nicht. Was wir jetzt brauchen und nicht brauchen, das gucken wir jetzt mal an. Ich habe wieder eine schöne Excel-Tabelle für uns vorbereitet, wie auch in den Platinum-Edition-Video. Wir vergleichen jetzt Macan mit Macan T und Macan S. Wir sehen, wir haben die Grundpreise hier. Normaler Macan knappe 65.000 Euro, der Macan T jetzt knappe 70.000 Euro und Macan S 3.500 Euro nur teurer, sag ich mal. Ich zeige euch aber gleich, das habe ich hier noch ausgeblendet. Ich habe die selbst mal konfiguriert und dann können wir sehen, wo wir tatsächlich besser mitfahren. Jetzt aber einmal zu der Serienausstattung. Wir haben das Interieurpaket Macan T. Das können wir gleichsetzen mit dem normalen Interieurpaket. Das ist dann teilbeledert. Das hat jeder Macan dann schon Serie. Kostet beim normalen Macan und Macan S 1.500 Euro. Wir haben die Seitenscheibenleisten in Schwarz-Hochglanz, kostet eigentlich 200 Euro bei den anderen Modellen. Den Bugteil haben wir jetzt in Achatgrau Metallic lackiert, bei den anderen Modellen wäre der dann einfach in Wagenfarbe. Ich habe das hier mal
immer noch in den Kommentaren vermerkt. Selbe gilt auch für die Sidesblades in achatgrau metallic lackiert mit Makan-T-Schriftzug. Das würde es als ähnliche Option geben bei den anderen Modellbezeichnungen auf den Sideblades plus diese in Exteriorfarbe lackiert, kostet insgesamt knappe 800 Euro. Sportdesign Außenspiegel mit V-Spiegelfuß in achatgrau metallic lackiert, ist bei den anderen auch lackiert, aber nicht in achatgrau metallic. Dachspoiler in achatgrau ist bei den anderen in schwarz, ist aber auch nicht anders verfügbar für die anderen und auch nicht bei Macan T abwählbar. Also man kann das nicht in schwarz haben. Porsche Schriftzug und Modellbezeichnung haben wir in achatgrau metallic. Bei den anderen, wenn wir die lackieren, zum Beispiel in schwarz matt, wird das 464 Euro kosten. Das Sport Chrono Paket inklusive Mode-Schalter ist bei Macan überraschend günstig. Kostet hier nur knappe 1000 Euro. Bin ich echt überrascht von. Gleich meine Meinung dazu, braucht man nicht. Bei einem Macan, wer fährt Macan in Sport Plus Modus? Klar, wer sich jetzt ein GTS komplett voll macht, so als Non-Plus-Ultra-SUV in der Sportlichkeit, okay, I get it, ja. Aber beim Macan oder Macan S, nee, braucht man wirklich nicht. Also die 1000 Euro kann man anders investieren oder sich einfach sparen. Bordendrohre schwarz kosten eigentlich auch 773 Euro. Das ist bei Macan schon ganz cool, wenn man halt vier Endrohre hat anstatt nur die zwei Ovalen. Bei Macan S hingegen sind die eh schon silber, vier Stück. Da ist es dann auch nicht so wild, ob die schwarz oder silber sind. Ja, das Passem inklusive Tieferlegung 15 mm. Das Passem ist bei Macan normal nicht serienmäßig verbaut. Das würde da 1100 Euro kosten, aber ohne 15 mm Tieferlegung. Bei Macan S ist es serienmäßig, auch ohne die Tieferlegung. Dann großer Kostenfaktor, 20 Zoll Räder gibt es beim Macan T in der Serienausstattung. Das ist bei Macan S auch der Fall. Beim Macan ist das aber nicht der Fall. Da fahrt ihr nur auf 19 Zöller. Schon mal gleich ein Spoiler. Mir gefallen die 19 Zöller tatsächlich sehr gut. Sportsitze elektrisch 8 Wegeverstellung. Die gibt es auf Macan und Macan S auch. Aber nicht die Sportsitze, sondern nur die Komfortsitze. Das hat in der Praxis jetzt keinen großen Unterschied. Die Sportsitze haben eine etwas andere Form, sind ein bisschen enger am Körper. Aber wir reden hier immer noch über ein SUV. Wie sportlich fährt man den? Gerade in Vierzylindern. Sitzheizung vorne ist drin, die wird man eh nehmen. Da hat man auf alle Fälle über 400 Euro gespart. GT Sportlenkrad mit Lenkradheizung und Kontrastnähten in Silber. Ja, wird man jetzt das GT Sportlenkrad nehmen? Es ist halt ein bisschen kleiner, glaube ich. Ist halt schön. Kostet 500 Euro. Rundinstrumente mit schwarzem Drehzahlmesser. Beim Macan S sind die zum Beispiel Silber. Das ist jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber hier aufgeführt. Dann vorletzte Ausstattung, ein geprägtes Porsche-Wappen auf den Kopfstützen der Vordersitze. Beide sind ja beledert, weil da hat ja das Lederpaket schon serienmäßig drin, was auch sehr schön ist. Kann man anwählen, ob man die Sitze komplett beledert haben möchte oder noch mit Stoff in der Mitte. Da haben wir das, kostet eigentlich 226 Euro. Und auf den Türausstiegsblenden haben wir Aluminium-Schwarz mit Macan-T-Schriftzug. Ist, glaube ich, bei Macan Serie, dass da unten ein Aluminium Macan S steht. Beim normalen Macan ist das nicht Serie, kostet auch 240 Euro. Ja, wie viel würden wir dann sparen? Ja, beim Macan, wenn wir uns den so konfigurieren werden, wären wir bei 74.000 Euro, während der T dann 70.000 Euro kostet. Beim Macan S wären wir schon bei 79.000 Euro mit dieser Ausstattung. Das ist wirklich krass. Ja, hätten wir eine Ersparnis von 4.432 Euro und der Macan S wäre glatte 10.000 Euro teurer. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich sage, Macan T, lohnt sich das nicht? Es ist eine sehr enge Entscheidung, muss ich wirklich sagen. Hier sehen wir meine Konfiguration. Normaler Macan komme ich bei 75.000 Euro raus. Bei meiner T-Konfiguration komme ich bei 78.000 Euro raus und bei meinem S wäre ich bei 84.000 Euro. Da ist der S, kann man wirklich sagen, out of budget, kommt in eine andere Preisliga rein. Das ist natürlich jetzt ganz spannend, weil die Listenpreise, die Basispreise sind sehr eng zwischen T und S und der S hat wirklich einen viel besseren Motor in Anführungszeichen. Also wer Klang will, wer Drehmoment will, wer Power will, der kommt mit einem Macan Vierzylinder nicht zurecht. Wer einfach schön A nach B möchte, nimmt einen normalen Macan. Verbrauchstechnisch tun sich die beiden auch nicht viel. Ihr schaut da auf 10 Liter Verbrauch. Macan normal, ja, kriegt ihr vielleicht auch mal auf 9 Liter, aber bei dem Geld fürs Fahrzeug kommt es bei dem Verbrauch echt nicht auf den Unterschied an. Gucken wir fix mal in meine Konfiguration rein. Ein normaler Macan. Haben wir hier 75.000 Euro. Ich bin Fan von Enzian Blau Metallic. Finde ich, sieht auch auf dem Macan sehr gut aus. Und hier die 19 Zöller, das, was ich sagte. Seid mal ehrlich, braucht ihr da noch was anderes für ein Rad bei einem A nach B Porsche, der halt hübsch aussieht? Ich nicht. Klar, man könnte jetzt hier ausrasten und auf 21 Zöller gehen, aber
in der Preisklasse brauche ich das echt nicht. Und jetzt der Unterschied, wenn wir jetzt die 20 Zöller nehmen, geringfügig, sieht schöner aus, aber das war's. Sonst habe ich relativ wenig ausgestattet, habe jetzt auch der Vollständigkeit halber mal das Lederpaket genommen, dass wir die Fahrzeuge wirklich vergleichen können. Ein Lederpaket würde ich tatsächlich bei Macan auch nehmen. Komfortsitze, 8 Wege, wie ich es gesagt habe. Am Exterieur habe ich nur den Endfall der Modellbezeichnung drin. Antrieb habe ich den 75 Liter Kraftstofftank und die Servolenkung Plus drin. Den Rest, ganzen Rest braucht man eigentlich nicht bei einem normalen Macan. Findet ihr die Endrohre schlimm? Ist es euch fast 800 Euro wert, dass die anders aussehen? Mir wäre es das nicht. Licht und Sicht, LED-Scheinwerfer hier jetzt mit PLS Plus angewählt. Das ist, müssen wir gleich bei Macan T auch machen. Automatisch abblendbare Außenspiegel, Privacy-Verglasung, halt so schön Luxuskran, den man möchte. Komfort- und Assistenzsysteme, das ist ja etwas, was bei Macan T nicht serienmäßig drin ist, weil es ja auf Sportlichkeit getrümmt ist, das Auto. Das heißt, sowas wie Sport-Krone-Paket drin ist. Also Rückfahrkamera, Tempolimitanzeige, Spurwechselassistent, ACC-Abstandsregeltermostat, alles drin. Dann kommt halt auch ein bisschen Geld zusammen. Interieur, beheizbare Frontscheibe, Ionisator, Fahrer-Memory-Paket, Sitzheizung vorne, Seitenairbags im Fond, Lenkradheizung, Ablagenpaket. Das sind einfach so Standarddinge, die ich gerne in so einem Auto dabei haben möchte. Leder haben wir nichts, Racex haben wir nichts, Holz haben wir nichts, Carbon haben wir auch nichts, Aluminium haben wir auch nichts. Audio und Kommunikation, da bin ich jetzt noch ein bisschen mal tief reingegangen. Smartphone-Ablage mit induktiven Laden. Bose Soundsystem, genau dasselbe. Es ist ein super schönes, ruhiges Auto. Da will ich auch einen ordentlichen Bass drin haben. Das Bose ist halt ein bisschen stärker als das normale. Apple CarPlay, dasselbe, möchte ich natürlich auch haben. Und dann kommen wir bei den 75.174 Euro raus. Während wir jetzt hier bei Macan T mit derselben Ausstattung bei 77.940,75 Euro rauskommen. Sieht halt ein bisschen schöner aus von außen, das Auto. Und ich muss sagen, von innen sieht es ein bisschen schöner aus. Ich mag hier diese Stoffeinlagen in den Sitzen sehr. Wir können das normale Lederpaket rausnehmen. Da haben wir auch noch so eine schöne Unterteilung drin. Was wir, wenn wir mal kurz zurückgehen, beim normalen Macan halt nicht haben. Da ist eine andere Unterteilung drin. Die sieht nicht ganz so schön aus, in meiner Meinung nach. Aber ja, das war's. Das war der Unterschied. Ein paar. Hat graue Akzente, 1 Zoll größere Räder und schöne Sportendrohre sowie ein Sport-Chrono-Paket. Das ist das, was ihr hauptsächlich spürt, wenn ihr das benutzt, das Sport-Chrono-Paket. Spürt man natürlich auch nur, wenn man diesen Sport-Response-Knopf zum Beispiel nutzt zum Überholen. Ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob das Ganze den Unterschied von 2.700 Euro wert ist. Ich sag mal so, der Unterschied ist so eng, dass das eher davon abhängig sein wird, wie ihr preislich mit eurem Porsche-Zentrum zusammenkommt. Und hier auch gerne der Werbeblock für Laura Siebert und das Porsche-Zentrum Mannheim. Wenn ihr Interesse an einem Macan oder Macan T habt, könnt ihr sie gerne kontaktieren. Ich würde meine Entscheidung tatsächlich davon abhängig machen, welche Produktionsquote wie verfügbar ist und welchen Preis ich bei welchem Modell bekomme. Weil ausstattungstechnisch tut sich das eigentlich nichts und preistechnisch, das ist so nah zusammen. Es ist jetzt nicht wieder eine Entscheidung, ob ich jetzt zum S wechsle, und es ist auch nicht so ein drastischer Unterschied wie bei den Platinum-Editionen. Ist es ein sportlicher Viertürer? Nein. Ein Macan fährt super gut für das, was es ist. Porsche hat da wirklich einen krassen Job gemacht, was Macan auf die Beine stellt mit Macan GTS und auch Turbo. Wir hatten da echt Spaß auf der Landstraße, ist grandios. Mit einem Macan Vierzylinder, das Auto nutzt man einfach nicht so. Und ich würde auch sagen, normalen Macan GTS nutzt man nur ganz selten anders. Ich bin sehr gespannt, wenn das Fahrzeug mal zum Film parat steht, ein Vorführwagen beim Porsche Zentrum ist, wie sich gerade die 15 mm Tieferlegung sich anfühlt, ob das härter ist, ob mir das auch unangenehm vorkommt oder ob ich sage, nö, ist eigentlich ganz cool, das Fahrzeug steht halt so ein bisschen tiefer da, was halt gut aussieht. Ja Leute, ein kleines kurzes Update zum neuen Macan T. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mal eure Meinung da, was ihr dazu sagt, dass das T-Modell jetzt auch als SUV verfügbar ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, lasst ein Abo da. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao.